Nicht nur Star Wars, wir fangen an mit Star Wars, das ist richtig. Wir werden aber bei Marvel bleiben und bei Walt Disney, weil Walt Disney hat ja verdammt tolle Produktionen geschaffen von 1889 an. Also Walt Disney gibt es ja schon ein bisschen länger, wie die Bilder so ungefähr laufen lernten. Ja, wir werden also ein Film, Figuren, Themenblock live erstellen und die ganze Welt kann auch zuschauen, aber auf einer richtigen Bühne, die auch gebaut wird. Eine richtige Bühne, ein richtiges Kino, einen richtigen Verkaufsraum, wo jeder mal vorbeischauen kann, wo es ist, kann man im Impressum ja lesen, kann man vorbeikommen und daran teilhaben. Figuren natürlich gibt es zu kaufen, aber keine Kaufhausgeschichten, sondern wirklich Figuren für Sammler und Figuren, wo man wirklich suchen muss, um diese zu finden. Und wie das alles so funktioniert, wird sich auf der Seite kristallisieren. Auf der Hauptseite, nicht bei YouTube, nicht bei Facebook und nirgendwo anders. Das richtige Ganze wird live sein. Es wird Handshake geben, sich unterhalten. Figuren kann man anfassen, Figuren kann man sich anschauen, über die Figuren kann man diskutieren. Jeder elektronisch visierte Elektronikmaster, Meister kann vorbeikommen und die Dinger umbauen. Haben wir nichts gegen? Wir würden uns freuen. Das heißt also, mit Sensoren ausstatten, geht man dran vorbei, fängt das Ding an, sich zu bewegen. Sowas. Also hier ist noch live. Hier ist der Kunde noch Kunde. Hier ist der Fan noch Fan. Hier macht es Spaß, vorbeizukommen, sich zu unterhalten, im Kostüm, Geschichten zu machen, gemeinsam ins Kino zu gehen, danach zu diskutieren über Figuren aller Arten. Wir haben wirklich das gesamte Feld da, weil alle da sind, von A bis Z. Und wir meinen es ernst, von A bis Z, auch das H. Denn jeder versteht, was ich meine. H von 1933. Auch diese Figuren sind hier. Auch ein P, wie Panzer. Echt groß, schießt, fährt. Aus purem Metall. Also, lasst euch überraschen. Wer jetzt schon Lust und Laune hat, im Impressum steht alles, ruft uns an, schreibt uns. Wir stehen zur Verfügung, wir sagen, worum es geht. Wir wollen einfach uns vorstellen, sammeln Figuren. TV ist das erste Web-TV, das erste YouTube-Kanal, System, was wirklich euch nichts verkaufen will, aber animieren. Und wer wirklich Interesse hat, kann es glauben. Wie zum Beispiel Yoda. Jeder konnte gerade den Yoda sehen, ihr dürft es mir glauben, der ist ausverkauft. Das ist eben so. Also ich habe aber einen festgehalten, wie gesagt, für diese Dreharbeiten, der an sich auch schon verkauft ist. Und ich habe gerade mit Disney noch telefoniert, ich habe noch ein paar nachgeordert. Aber lange, die anderen Herrschaften hinter mir hier, ja, wie Luke Skywalker oder so, den gibt es schon gar nicht mehr. Komm doch mal wieder rein, hat man mir gesagt. Ich muss dann immer diese Knöpfe suchen. Hat jetzt nichts mit meinem Alter zu tun. Nur. Na? Also, die sprechen alle. Der ist auch so schwer wie Darth Vader. Spricht auch. Also, wie gesagt, man kann sammeln. Walt Disney ist eh für Kinder zum Spielen, aber wenn ich ehrlich bin, zu schade. Also, diese Figuren sind wirklich, wirklich zu schade auszupacken, irgendwo hinzustellen. Wir haben sie natürlich auch ausgepackt hier. Man kann sie in Vitrinen sehen, man kann sie live sehen, man kann, ne? Habe ich ja gerade gesagt. So. Und ich könnte jetzt stundenlang weitermachen, weil hier sind so viele Figuren, die wir euch nach und nach vorstellen werden in kleinen Sequenzen, a 5 Minuten. Und jetzt würde ich sagen, mache ich mal die Kamera aus, ich nehme meinen Schalter und verabschiede mich. Im Sammelfigurenfieber auf Deutsch gesagt. Ja, wir sind im Fieber. Ich sowieso, ich muss da alles arbeiten hier. Also, wir stellen Videos her, wir stellen die Clips her, wir stellen euch die Figuren vor, wir bauen euch wunderbare Räumlichkeiten. Wir würden uns über Austausch freuen. Ja, richtigen Austausch. Wir sprechen Fans an, ab 16, 18. Wir sind keine Verrückten, wir drehen auch nicht am Rad.
Wir sind normale, stinknormale, wir sind aber Hersteller. Wir stellen her, wir produzieren, wir sind die Macher. Ja? Wir drehen, wir produzieren, wir haben die Schauspieler und den Rest. Ja? Und sind natürlich im Herzen auch noch Kind geblieben. Und im Herzen sammeln wir natürlich auch Figuren. Auf dem Weg wollte ich das einfach mal gesagt haben. Es wird eine erstklassige DVD geben, wo alles sich erklären wird, die man sich hier abholen kann, die man mitnehmen kann. Dann erklärt sich alles, weil, wenn wir ehrlich sind, wer liest denn heute noch? Wer hat überhaupt Lust, sich das Ganze anzuschauen? Wer hat überhaupt Interesse an Figuren, den richtigen zu finden, mit dem richtigen zu sprechen? Also, wer dieses Video jetzt hier gesehen hat, bei YouTube, Facebook, soziale Netzwerke, Kiwego und wie sie alle heißen, Google Plus, mein Video, mein Spaß, also um ganz schnell was gesagt zu haben. Wer wir sind, steht da öfters. Wo man uns findet, steht im Impressum, da wo ihr uns finden könnt. Lasst euch einfach überraschen, wer Interesse hat, wer wirklich Interesse hat, macht sogar selber mit, ist selber dabei. Wir kaufen auch Figuren an, ja, lose und so weiter. Wir sind aber keine Ankäufer der Weltmeister. Wir kaufen also nur die Figuren an, die wir gebrauchen für Dioramen. Wir haben hier AT-AT und wie sie alle heißen, die stehen da, die kommen in Kampfszenen. Wir werden digitalisierte, wunderbare Animationen vor Ort zeigen, darüber diskutieren, herstellen. Wer Lust hat, macht mit. Wir suchen Kostümträger. Wir suchen die Leute von 501, die es schon seit 2002 endlich gibt. Die werden zwar langsam aussterben oder sich umkleiden müssen, weil auch da kommt eine neue Uniform. Dann suchen wir Leute, die Figuren abgeben, zur Verfügung stellen oder Lust haben, für uns Dioramen zu bauen. Ja, also, wer Interesse hat, macht mit. Wer keine Interesse hat, schaltet ab.